Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 18 von City Skylines. Ja, da sind wir wieder drinne und wir haben letztes Mal Straßenbau betrieben und wollten den ja noch favorisieren, indem wir diese Boulevardstraße, würde ich jetzt das mal so einfach nennen, verlängern wollen. Ja, dafür brauchen wir eine Vierspurige, das war die und zwar die und die sollte von dort im Endeffekt nach dort durch. So, dafür müsste das alles dran glauben, auch interessant. Und hierfür muss das alles dran glauben. Ist so, ne? Geht aber nicht, weil es nicht blau wird, ne? Sehe ich das richtig? Das ist ja voll doof. Hallo Straße, bau dich weiter. Warum geht das nicht? Haben wir da die Möglichkeit mit einer anderen farbigen? Auch nicht. Muss doch hier so durch und das alles abreißen oder so. Wo hapert's denn dann dran? Ha? Soll das? Warum nicht? Ja, dass der Ort bereits belegt ist, sehe ich. Aber ich will doch einfach da nur durch. Und das soll der doch mal machen, oder? Heißt das jetzt, ich muss erst hier so tätig werden, oder was? Oh, der zieht mir das falsch auf. So wollte ich das ja gar nicht haben, ne? Komm, dann machen wir das so. Einmal raus. Auf geht's. Ziehen die dann auch alle aus hier oder so? Kann das sein? Jo, die ziehen tatsächlich weg. Interessant. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das so funktioniert. Aber es geht so. Da ist noch ein kleines Haus, das muss auch noch weg. So. Hier zieht bitte auch aus. Gut, Straße. Guck mal, da wird's gehen jetzt eben. War da kurz ein Blinken. Interessant. Wenn die Straße da ist, dann geht's nicht. Auch gut, ne? Wenn keine Straße ist, geht's. Wow. Herrlich, hä? Und gerade wär's gegangen und schräg nicht, oder wie sehe ich das jetzt? Ja, das bedeutet, wir müssen diese Straße hier entfernen, oder wie? Gut. Funktioniert nicht anders. Bulldozer raus, Straße weg. Und die schnell hin, aber das wird uns auch nicht mehr retten, oder? Ey, warum geht das jetzt nicht? So, jetzt geht's. Auch schön, ne? So. Dann müssen wir was weiter ausweiten und ich denke mal, der Kommerz wird sich sicherlich an dieser Straße freuen zu bauen. Da vielleicht noch nicht, aber hier.
Da eher nicht, da vielleicht doch. Da auch noch. Komm, den machen wir auch noch. Geht das umfärben? Umfärben geht auch, auch schön. So, damit ist das auch schon drin. Und hier kommen noch Wohngebiete an. Diese Stelle. Das Krankenhaus steht da noch, ne? Ja, ich war gerade vorsichtig, dass wir das Krankenhaus abgerissen haben. Da bauen die auch schöne Häuser hin. Sind die alle glücklich, oder? Gut. Hier nochmal blau hinter. Ja. Ist doch schön, oder? Das lassen wir da hinten erstmal so. Wie sieht's mit dem Verkehrsaufkommen jetzt aus? Ja, ist, glaube ich, entspannter geworden, ne? Hier die Kreuzung knubbelt sich immer noch, aber ist halt so. Aber der Straßenfluss muss halt so sein, oder? Gut. Schauen wir weiter. So. Was haben wir denn da? Müssen zwei Häuser abgerissen werden. Ich glaube, da hatte ich das Nachbarhaus letztes Mal schon abgerissen und hier auch. Komisch, ne? Oh, da oben ist auch noch eins irgendwo. Ist das oder das? Das brennt. Dann können wir das abreißen. Und das können wir auch? Nee, das will er dann nicht. Das passiert erst, wenn es soweit ist, ne? Kann das sein, dass die Häuser normal, die Häuser, sag ich schon, die Bäume normal grün sind und hier im Industriegebiet nicht? Ah, das ist aber schade, ne? So, jetzt kann es weg, ne? Genau. Okay, da ist natürlich unsere starke Industrie. Hier haben wir unsere alte Hauptstraße, die jetzt eine neue ist. Wie sieht's eigentlich hier aus? Voll belegt oder noch frei? 2 von 10 Leichenwagen. Och, das ist ja ein Sechstel. Wie sieht's hier aus? Oh, da ist schon 86% voll, aber ich glaube, wir haben ja noch eine weitere, die hier unten irgendwo ist, ne? Hier ist noch eine Müllkippe, ne? Genau da. Die hat nur 27%, also ist noch Platz da. So, hier sieht es schon ganz schick eigentlich aus, ne? Die würden gerne wachsen, haben aber wahrscheinlich das Problem, dass sie keine Arbeiter haben, die genug ausgebildet sind, so wie es hier angezeigt wird, ne? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Was macht denn die Bildung so, hm? Ich glaube, da zoomen wir gerade mal ein bisschen raus. Ah, hier am Ende fehlt es überhaupt mit Bildung. Hier in der Mitte fehlt es auch. Oder, nee, da fehlt es nicht. Das ist hier Gewerbegebiet, deswegen sind da keine Ausbildungsplätze. Ist doch klar, ne? So, das ist die Grundschule. Das ist die Oberschule. Könnte besser abgedeckt sein. Und die Uni haben wir ja noch nicht. Wie viele Leute haben wir? 6500. Wir müssen also weiter wachsen, dass wir die 7,5 kriegen, ne? Ja, die Blumen gieße ich dann notfalls, ne? Ist klar. Sonnenuntergang, Anheberaufgang. Ja, Polizei. Ja, toll. Lagerräume. Alles Pillepalle. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir weiter ausbauen. Hier wollten wir ja Wohngebiet mehr haben, brauchen wir auch, ne? Dafür brauchen wir Straßen. Und ich würde ja schon fast sagen, wir machen mal hier eine Hauptstraße da so rein, oder? Ich mach mal so, oder? Ne, muss schon so.
Hier würde ich gerne... Ah ja, jetzt könnte es klappen, oder? Würde ich gerne die Straße so noch bauen. Dann will er nicht, ne? Auch schön. Na. Machen wir es umgekehrt. Starten wir von da und rasten dann da ein. Da war irgendwo gerade ein Rastpunkt, ne? Was macht er denn da? Ach, da macht er eine Brücke dann. Nein, ne, das wollen wir ja auch nicht. Gerade, komm, einfach gerade, bitte. Oh, hat er gleich sofort gemacht. Auch schön, ne? So, da haben wir eine Anbindung rein ins Wohngebiet in dem Sinne. Dann kleinere Straßen davon abzweigen lassen. Ruhig mit Bäumen auch. Von dort ruhig nach da. Und weiter nach da. Und dann kann da eine Uferstraße noch hin. Machen wir hier lang, oder? Die kann aber ein bisschen gebogen sein, ne? So ist okay. Warum macht denn der am Ende so ein... Ah, weil ich den falschen wahrscheinlich ausgewählt habe, ne? Die ziehen wir mal noch darüber. Dann passt das schon, ne? Gut, damit haben wir wieder was geschaffen. Hier machen wir... Ja, die Straße ist die richtige. Machen wir bis hierhin nur. Nee, das ist verkehrt. Die muss hier mehr rangeklickt werden. So. Und das gleiche hier nochmal. Nach da stellt sich nur die Frage. Durchziehen? Oder durchziehen? Haben wir gemacht. Durchgezogen ist gut. So. Kommerz möchte wachsen. Das können wir hier auf jeden Fall realisieren. Das war frei, haben wir gesagt, ne? Hier Bahnhofsviertel wird das ja nachher. Den machen wir auch noch. Hier müssen wir gucken, ob da nachher nicht der Bahnhof hin muss. So, haben wir. Dann kommt Grün, ist gefordert. Das haben wir ja hier. So, passt. Das sieht auch gut aus. Wächst und gedeiht hier. Und ich glaube, da können wir das gleiche auch noch machen. Ja, da fehlt es aber wahrscheinlich an Wasser. Hier an der großen Straße lasse ich es erstmal noch sein. Wie ist mit Wasser? Fehlt. Na komm, bis dahin machen wir dann und dann noch ein bisschen nach da. Dann passt das auch mit dem Wasser da. Haben wir erst. Strommäßig wird es wohl von alleine kommen, aber das Limit ist da bald erreicht. Budget, haben wir noch was zum Hochziehen? Ja. Ne, beim Strom nicht, beim Wasser wäre es dann. Und dann müssen wir nochmal Wasser gucken. Das ist aber noch über dem Limit, okay. Das heißt, hier müssen wir noch ein Kraftwerk zaubern. Gucken wir, dass wir das da unten noch hinkriegen aus dem Meer, oder? Das ist ja noch alles möglich hier. Wie viel Megawatt sind das? 17. Na, wenn, dann würde ich schon gerne die 20 erreichen, ne? Gut. Haben wir. Okay.
Die können sich da im Dreck drehen, das ist ja gar kein Ding. So, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Das nächste ist dann die Industrie, die dann wieder ein bisschen mehr Platz haben möchte. Oh, da oben ist die Industrie aber auch schon wacker dabei, weil kein Platz mehr ist. Das heißt, jetzt machen wir mal gerade noch schnell hier die Häuschen abreißen alle. Und können da neue hin. Vielleicht reicht's dann ja wieder, ne? Kann auch sein. Ja, da war eine Straße, die ich glaube jetzt gerade erwischt habe. Kann das sein? Das war schlecht. Bauruinen sind weg. Und den Straße bauen wir dann da wieder zu. So. Wie sieht's mit gelben Feldern aus? Die fehlen dann hier. So, sind aber wieder da. Oh, da haben wir was weggenommen durch den Rechtsklick. Ja, gut, das wissen wir, dass wir Straßen verbessern können. Sind wir ja gerade auch schon dran, ne? Gut, okay. Würde ich erstmal sagen, soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.